Hallo Freunde und willkommen zu Gabriel Knight 3. Wir sind immer noch beim Pendeln. Und ich glaube, wir müssen draufspringen. Probieren wir das auch einfach mal. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's nicht. Aber ich glaube, ich gehe lieber hierher. Das ist eine gute Frage. Kriegen wir das hin? Ja, da war es nur ein Handsymbol. Das heißt, es müsste theoretisch gehen. Oder beziehungsweise es sah so aus, als ob es gehen könnte. Ich habe es noch nicht richtig hingekriegt. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zeitrelevant. Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, um da drauf zu springen. Ah, wie ich diese zeitliche Sachen hasse. Ich hab doch drauf. Ja. Was lustig ist, das Ding scheint weiterzulaufen, auch wenn man stirbt. Vielleicht muss ich es auf eine Position weiter vorne machen. Wobei, normalerweise hätte ich gesagt, das ist von dieser Seite hier leichter. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Jawohl, das ging. Kann ich jetzt hier oben bleiben? Dann hätte ich nämlich gesagt, ich speichere hier nochmal, bevor da irgendwas passiert. Dann müssen wir nämlich nicht mehr auf das Pendel springen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Passiert nichts. Ah. Okay. Da muss ich hinspringen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch... Genau. Ich muss auch rechtzeitig abspringen. Okay. Genau das dachte ich mir, dass wir da wieder landen. Von daher können wir nämlich das jetzt doch einfach mal laden. Dann müssen wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, um da abzuspringen. Das war... Autsch. Das war, glaube ich, schmerzhaft. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Ah. Ich fange an, diesen Ort echt zu hassen. Oh. Grace. Kannst du mir einen Schnellkurs über die Bedeutung des Kreises geben? Er symbolisiert Ewigkeit, Fruchtbarkeit und Perfektion. Okay. Hier speichern wir auch nochmal ganz schnell. Es ist immer besser, hier ein wenig mehr zu speichern, als ein wenig zu wenig zu speichern. Und wir haben ja genug Plätze. Kann man sonst noch was machen? Das können wir jetzt auf die Waage machen. Das können wir auf die Waage machen. Sieht wie eine Waagschale aus. Sieht wie eine Waagschale aus. Ja, und ich fürchte, wir kommen hier nicht weg. Und wenn wir was Falsches drauflegen, wird das Ding runterkrachen. Ewigkeit? Goldbarren. Ich könnte sie einfach nehmen und versuchen, nach Hause zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, das Zimmer würde mich aufhalten. Okay, was legen wir drauf? Was hat Grace gesagt? Okay. Apfel und Kreis irgendwas? Ach, ich hätte besser aufpassen sollen. Ganz leichtes Ding. Ich bin mir nicht sicher. Das Ei für Fruchtbarkeit vielleicht. Hey. Okay, das hat sogar gestimmt.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich jetzt ein bisschen geraten. Ich höre nichts. Nur Schritte. Ich habe mich etwas gefragt. Ich habe über Vampire gelesen, die den wandernden Juden suchen. Er existiert, nicht wahr? Und es hat etwas mit dem Blut Jesu zu tun. Ja, Grace. Aber es ist nicht so, wie es die Legenden schildern, ja? Dass Jesus jemand verflucht hat, ewig zu wandern. Nein. Die Vampire haben das Blut Jesu nicht bekommen, sondern jemand anders. Ah. Ja. Ali, der Sohn des Vorstehers, gehörte zu denen, die Jesus nach Jerusalem begleiteten. 3 Jahre lang beobachtete er, wie Jesus seine Lehren verbreitete. Es war, nun ja, erstaunlich. Aber letztendlich konnten weder er noch sein Vater Christus von seinem Weg abbringen. Am Tag der Kreuzigung war Alis Vater so krank vor Kummer, dass er von Golgatha heruntergetragen werden musste. Nur Ali hielt Wache. Ali konnte nicht glauben, dass es zu Ende sein sollte. Das Versprechen des Kenosh Kania, die jahrhundertelangen Planungen wurden zerstört. Jesus ließ zu, dass sie zerstört wurden. Etwas in ihm rebellierte. Er erinnerte sich an Sinais Worte. Und in seinem Kummer und seiner Wut dachte er, er könnte das Blut retten in sich selbst. Er wollte nicht der Kenosh Kania werden. Das müssen Sie begreifen. Er konnte einfach nicht mit ansehen, wie die Hoffnung im Erdboden versickert. Also hat er es getrunken. Warum hast du mich verlassen? Ihre Fingerspitzen sind abgenutzt, aber das verstehe ich nicht. Wenn Sie die Macht des Kenosh Kania haben, warum haben Sie die Vampire nicht schon vor langer Zeit aufgehalten? Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich die Macht nicht anwenden würde. Niemals. Um nichts auf der Welt. Es steht mir nicht zu, sie zu benutzen. Es war die einzige Möglichkeit, mit dem zu leben, was ich getan hatte. Niemals? Für gar nichts? Nein, Grace. Für nichts auf der Welt. Aber das muss... Das muss... Schon gut. Es gibt viel zu tun. Hören Sie jetzt etwas? Okay. Ich hab's mir fast schon gedacht. Ganz ehrlich gesagt. Verdammt, könnten wir mit diesem herunterfallenden Zeugs vielleicht mal aufhören? Ah. Gut, hier speichere mal wieder. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass Emilio sowas war und schon extrem lange lebt. Aber es muss echt schwer sein, dieses Ding, diese Fähigkeiten, die er hat, nicht zu benutzen. Also, ich bin nicht sicher, ob ich das könnte. Okay. Was haben wir hier alles? König Salomo. Ich frag mich, was er mit diesem Ort zu tun hat. Naja, es ist doch der Tempel von Salomo. Da steht etwas. Ich muss wohl rauskriegen, was das heißt. Vielleicht kann Grace das übersetzen. Grace, ich brauche eine Übersetzung. Ich glaube, es ist lateinisch. Pentum initiantibus sacrum signi superesse licet. Okay, lass mich. Es heißt, Obacht. Nur Eingeweihte der Geheimnisse des Siegels werden überleben. Läuft alles okay? Kinderspiel. Was du so als Kinderspiel bezeichnest. Okay, jetzt schauen wir mal hier raus. Da haben wir was. Da haben wir was. Da ist eine ziemlich dunkle Ecke. Und hier haben wir was. Da ist auch nochmal eine dunkle Ecke. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier raus. Was haben wir hier? Da haben wir Feuer. Ich kann mich ja irren, aber das sieht verdammt nach Feuer aus. Und Wasser, wie es aussieht. Sieht aus wie Wasser. Da kann man sogar, glaube ich, dran riechen. Ich rieche nichts. Und da haben wir noch eine Übersetzung. Schon wieder Latein. Was anderes werden wir hier wahrscheinlich auch nicht finden. Grace, was heißt elige unum? Emilio sagt, es heißt wähle eines. Wähle eines. Das heißt, ich muss entweder das Feuer oder das Wasser wählen. Oh, Moment. Da haben wir auch was drin. Da ist ein Stein auf dem Grund. Da
Da ist ein Stein auf dem Grund. Das heißt, ich muss entweder das Wasser oder das Feuer wählen. Also den Wasserstein oder den Feuerstein. Okay, da drüben haben wir auch noch was. Was haben wir da? Zwei Handschuhe. Ich frage mich, wofür die sind. Der da ist echt rattenscharf. Ob das echtes Gold ist? Und was heißt das da? Nicht gerade das, was man in der Oper anziehen würde. Wähle eines. Komisch. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, wie sich das anhört. Okay, dann haben wir noch... Da hinten wohl nichts mehr. Hier drinnen ist es zu dunkel, um etwas zu tun. Genau. Dann, was haben wir hier? Morus Latinus. Diese Ritter waren gebildet, was? Grace, kannst du Illige Magistrum übersetzen? Moment mal. Jawohl, es heißt, wähle einen Meister. Danke. Okay, wir müssen einen Stein wählen und einen Meister wählen. Es heißt, wähle einen Meister. Offenbar kommt Elvis nicht in Frage. Nee, das bezweifle ich. Und ich glaube, einer... Das wird wahrscheinlich einer dieser Meister sein, den man nehmen muss. Dieser Kerl sieht erdig aus. Und gefährlich. Ich denke, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin nicht sicher, welcher mir am wenigsten gefällt. Der hier sieht aus, als sollte er das Tor des Garten eben versperren. Warum sehen diese ausgestreckten Hände so bedrohlich aus? Ich schätze, wir müssen ein Dings wählen und dann einen Stein da reinlegen. Ich bin nicht sicher, welcher mir am wenigsten gefällt. Der hier sieht aus, als sollte er das Tor des Garten eben versperren. Ist eine gute Frage. Ich hätte normalerweise gesagt, vom Meister her, nehmen wir den hier. Und warum? Weil hier ein Denksymbol dran ist. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Sonst haben wir wirklich nichts mehr. Hier drinnen ist es zu dunkel, um etwas zu tun. Gut, von den Steinen hätte ich gesagt, müssten wir wahrscheinlich den aus dem Feuer nehmen, weil das mit dem Wasser dürfte zu leicht sein. Wer weiß, vielleicht ist es sogar Salzsäure oder sonst irgendwas. Und um da reinzugreifen, brauchen wir wahrscheinlich einen Handschuh. Der hier dürfte ziemlich heiß werden, das heißt, es wäre keine so gute Idee. Mit dem hier könnte man es vielleicht rausholen. Das sieht robuster aus. So würde ich das jetzt mal machen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich würde jetzt ganz gerne mal was ausprobieren. Ich weiß, dass wir das wahrscheinlich nochmal neu laden dürfen oder neu machen dürfen. Aber was passiert, wenn ich jetzt den raushol? Ist es tatsächlich irgendwas wie Salzsäure oder sonst irgendwas? Genau, das dachte ich mir doch. Moment. Da lade ich lieber, dann müssen wir das mit Grace nicht mehr nochmal machen. Das dachte ich mir doch, dass es sowas wie Salzsäure oder irgendetwas Ätzendes ist. Und dass wir so nicht rauskommen. Genauso wie ich glaube, wenn man den aus dem Stein rausholen wollen. Andererseits könnte man das auch aus dem Dings rausholen. Allerdings könnte es vielleicht auch noch wegätzen. So. Dann nehmen wir den mal. Klappt das? Hab sie. Gut. Jetzt frage ich mich, hätten wir den auch rauskriegen können aus dem, mit so einem Handschuh aus der Salzsäure oder was das war? Oh, was sehe ich denn da gerade?
Gabriel hat sogar ein Headset an, das wird sogar angezeigt. Das ist ja cool. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Das ist der Stein aus dem Becken. Okay, und wie gesagt, ich hätte diesen Meister hier genommen gehabt. Was ist das? Händedruck? Selber schütteln macht schlau. Naja, war klar, dass das nicht geht. Und? War es da richtiger? Hm, das hat etwas bewirkt. Ja, da hinten. Oder? Moment, ich weiß. Wo war das? Oh, doch. Hier ist was aufgegangen. Ich dachte gerade, da wäre irgendwie hier sowas aufgegangen, da wo man reingehen konnte. Ah! Nee, das Teil ist ja dunkel geworden, deswegen. Und ein anderes Teil ist hell geworden. Okay, was haben wir hier? Sieht aus, als müsste ich dieses Ding auf einen der beiden Mechanismen richten. Und was steht da? Hier steht Agnosis Natrium Corpus Tui. Ich überprüfe es. Es heißt, erkenne die Natur deines Körpers. Wo bist du? Nun, Kansas ist es nicht. Ich werde später bei dir läuten. Gut. Was haben wir jetzt hier? Ich glaube, das ist ein Spiegel, aber er ist zur Decke geneigt. Wahrscheinlich, sobald wir hier draufstehen, wird der Spiegel sich drehen. Sieht aus, als müsste man drauftreten. Die Frage ist, will ich drauftreten? Und hier ist auch nochmal ein Spiegel. Ich glaube, das ist ein Spiegel, aber er ist zur Decke geneigt. Okay, das ist es selber. Das ist ja seltsam. Ich würde sagen... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber da ich nicht weiß, wie lange es jetzt noch geht, das Spiel, wir sind ja relativ am Ende, würde ich hier schon mal aufhören. Und beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich das ganz große Finale. Schätze ich jedenfalls mal. Ja, ich denke, so machen wir's. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge von Gabriel Knight 3. Bis dann, ey!